Hier findest du einen Punkt, der dich unterstützt, ruhig zu werden. Nach diesem Video kennst du drei Techniken, wie du mit diesem Punkt arbeiten kannst, wenn du nervös bist, wenn du gestresst bist, sodass du danach wieder ruhiger bist, entspannter durchatmest, souverän auftrittst. Dazu bringst du den Daumen zu dem Akupressurpunkt PC oder Perikard 7. Befindet sich hier der Handgelenksfalte, und zwar zwischen den Sehnen, genau in der Mitte hier, zwischen den Sehnen. Da spürst du vielleicht so ein kleines Grübchen und da legst du den Daumen ganz, ganz sanft drauf und massierst ganz sanft pulsierend gegen den Uhrzeigersinn. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Das gleiche auf der anderen Seite ganz sanft. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Sanft streichen auf beiden Seiten. Und die weiteren Übungen werden immer intensiver. Das war jetzt die einfachste. Wir kommen jetzt schrittweise zu intensiveren Übungen, die auch noch wirksamer sind, die noch intensiver wirken, wenn du sie regelmäßig ausführst. Ausstreichen. Kommen wir zur nächsten Übung. Dazu winkelst du den Arm locker an, den linken Arm, den rechten legst du hier in die Armbeuge, atmest ganz natürlich über die Nase ein, ganz natürliche Bauchatmung. Und dann atmest du bewusst über den Mund aus auf den Laut A und streichst hier über die Innenseite und dehnst dann genau diesen Punkt. So verbindest du die Atemtechnik mit der Aufmerksamkeit und vor allem auch damit, dass du diesen Punkt sozusagen von innen her öffnest. Durch diese Bewegung öffnet sich die Körperstruktur, dann geht er wieder zusammen und dadurch wird er wirklich so schön von innen her massiert. Also hier ein durch die Nase und streichen und auf A ausatmen. Hier wirklich dehnen bis zum Mittelfinger, hier sanft in die Länge dehnen. Das auf der anderen Seite wiederholen in deinem Atemrhythmus. Ich mache es jetzt in meinen, mach es bitte in deinen hier ein. Durch die Nase ein. Einmal noch durch die Nase ein. Und wieder sanft massieren ein paar Mal als Übergang und dann kommen wir zur dritten Übung, die am intensivsten wirkt. Hier achte dann wieder darauf, dass du in deinem Atemrhythmus die Übung ausführst und jetzt ist es ganz natürlich die Nasen- und Bauchatmung, also mit Nase ein und Nase aus und Bauch darf sich sanft ausdehnen beim Einatmen, sanft nach innen ziehen beim Ausatmen, ganz natürlich in deinem Rhythmus. Beim Einatmen öffnest du in deinem Tempo bitte, beim Einatmen öffnest du die Arme. Beim Ausatmen kommen die Arme zueinander, die Hände zueinander und du merkst, hier wird dieser Bereich schön durchmassiert. Und lenke bitte auch die Aufmerksamkeit auf diesen Bereich. Du merkst, der wird hier zusammengezogen und dann hier geöffnet. Zusammengeöffnet, das ist wie eine Massage von innen. Und mit dem Atem, mit der Aufmerksamkeit, mit der Vorstellung, mit der Bewegung, alles zusammen, ist wirklich eine wunderbare Harmonisierung dieses Punktes und schenkt laut die Zehen Ruhe, wenn du nervös bist. In deinem Rhythmus einatmen. Ein. Aus. Ich
Wenn du magst, nimm die Vorstellung mit und kannst mit dem Bild gehen. Du fliegst wie ein Adler über wunderbare Landschaften hinweg. Du kannst diese Ruhe genießen und Freiheit. Schließen wir ab mit der Verjüngungsübung. Die Hände kommen zum Unterbauch. Verjüngungsübung, ich bin sie übrigens Angela Cooper, so wie Mini Cooper. Ich bin die Gründerin der Qigong Akademie Cooper in Wien. Und du findest jede Menge Übungen auf qi.at, Quelle Ida. Punkt der T hier im Rücken massieren, wieder nach vorne. Und hier findest du dann ein Video, für dass du besser schlafen kannst. Also bei Schlaflosigkeit wird das empfohlen. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Ruhe. Deine Angela. Ciao.